Guten Nachmittag, Freunde der Sonne. Wie versprochen, auch mal ein Vlog in hoher Qualität, das heißt mit Mikrofon und Spiegelreflexkamera. Einfach nur, weil ich gerade Bock hatte, einen ordentlichen Vlog zu drehen. Mein Akzent, mein Dialekt. Naja, egal. Worum soll es heute gehen? Und zwar, seit 2 Wochen bin ich geistig echt auf einem Level angekommen, an dem es nicht mehr so einfach ist. Im Kindergarten muss man ja den Kindern ab und zu mal Getränke eingießen. Meistens machen sie es selbst, ab und zu muss man es trotzdem machen. Und vor allem muss man sich selbst auch Getränke eingießen, wenn man etwas trinken möchte. Heute früh war es mal wieder soweit. Ich nehme die Milchkanne und ich nehme eine dieser Kinderplastetassen und gieße mir Milch ein. Und ich hatte die Tasse ganz normal in der Hand. Und sie fällt mir plötzlich einfach aus der Hand. Und sie knallt auf den Tisch und ich schütte mir alles drüber. Und die Tasse war voll, das heißt, meine Hose war klitschnass. Heute hatte ich tatsächlich Glück, denn ich hatte, eine kurze Hose an, die auch noch recht wasserabweisend war. Nichtsdestotrotz, für alle, die es nicht wissen, Milch auf Kleidung stinkt. Und zwar enorm. Das heißt, ich bin nach dem Frühstück nach unten gegangen, habe meine Hose ausgewaschen, sie wieder angezogen, halb nass, halb feucht, wie auch immer man diesen Zustand nennen mag, und habe den Tag angehen lassen. Ein Freitagmorgen kann ja kaum besser anfangen. Natürlich, je trockener die Hose wurde, desto mehr stank es, und ich bin noch einmal nach unten gegangen und habe die Hose noch einmal ausgewaschen, diesmal mit Handseife, denn was soll ich sonst in einem Kindergarten im Klo auch finden, und bin dann wieder mit komplett nasser Hose, weil ich sie diesmal einfach komplett ausgewaschen habe, nach oben gegangen, und je trockener die Hose wurde, fing sie wieder an zu stinken, weil Milch echt einfach penetrant ist. Der Verkehr macht auch echt mega Lärm. Und ich bin tatsächlich ein drittes Mal nach unten gegangen, Richtung Bad, also Erwachsenenbad, habe dort meine Hose ein drittes Mal ausgewaschen und dann ging es tatsächlich. Ich hatte sozusagen den kompletten Vormittag bis Mittag eine nasse Hose an, was sehr, sehr unangenehm war, weil man andauernd pissen muss. Darf man hier pissen sagen? Ja, auf meinem Balkon darf man pissen sagen. Weil man andauernd pissen muss, wenn man eine nass-kalte Hose anhat. So viel dazu. Und falls ihr euch jetzt denkt, okay, das kann jedem mal passieren. Nein, ich habe es eben schon erwähnt. Egal. In den letzten 2 Wochen 4-mal passiert. Das letzte Mal, als mir eine Tasse einfach aus der geschlossenen Hand gefallen ist, habe ich ein Mädchen getroffen. Nicht mich selbst. Was, ich sollte nicht lachen. Ich bin ein schlechter Erzieher. Das Mädchen hat zum Glück nicht allzu viel abbekommen, aber es war auch schon eine traurige Situation, wenn man als Erzieher die Kinder darauf hinweist, sich ordentlich einzugießen und aufzupassen und man dann seine Tasse fallen lässt auf ein Mädchen. Davor ist mir auch 2-mal am Tisch, also innerhalb der letzten 2 Wochen am Tisch, irgendwas umgefallen. Tassen zum Glück nur, bisher noch keine Teekannen. Aber es ist schon erschreckend und nervig genug. Und ich frage mich, okay, wie kann man denn geistig oder allgemein wahrnehmungstechnisch, achtsamkeitstechnisch so beschissen sein, wie ich zurzeit bin? Aber gut, wenn ich merke, wie wenig oder wie unerholsam ich nachts schlafe und wie K.O. ich früh bin, wenn ich aufwache, brauche ich mich eigentlich auch nicht mehr wundern. In diesem Sinne, das wollte ich heute nur kurz erwähnen. Ich drehe jetzt noch ein Weekly Philosophy, das morgen rauskommt. In diesem Sinne, lasst krachen, fallt nicht hin und bis zum nächsten Mal. Euer, das mit dem Namen kriege ich immer noch nicht hin. Euer Aprilbär. Wow.